Habt ihr bemerkt, dass die Zeit in dieser verdammten Wüste stillzustehen scheint? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Wer zu früh kommt, den bestraft die Freundin. Und wer höchstwahrscheinlich gar nicht mehr kommt, ist wohl der Marschall. Denn er ist leider eine der größten Schlaftabletten im Spiel und verschenkt wirklich eine gewaltige Menge Potenzial. Schwertkämpfer als Infanterie, massig Ritter zum Nerven und auch Tribocke für den Angriff hören sich erstmal nach einer sehr starken KI an. Doch leider hat der Marschall das gleiche Problem wie Friedrich. Er kauft keine Waffen ein. Und damit verschwindet das meiste seiner Gefährlichkeit im Nichts. Dementsprechend wird der Marschall erst bedrohlich, wenn er ganz in Ruhe im Hinterland ständig seine Ritter losschicken kann. Sollte er aber angegriffen werden, gibt es keine andere KI, die bei Druck dermaßen einknickt. Und ja, das schließt sogar Ratte und Sultan mit ein. Aber gut, schauen wir uns mal an, was der Marschall so alles an Produktion besitzt. Der Marschall baut allgemein maximal 8 Holzfäller, 1 Steinbruch, 3 Eisenminen, 9 Käsereien, 3 Hopfenfarmen, 6 Brauereien und 4 Schenken, 8 Waffenproduktionen, 6 Ställe, einen Angstfaktor von plus 3 und bis zu 7 Häuser, mit denen er effektiv auf bis zu 66 Bevölkerung kommt. Ihr seht, allzu viel ist das nicht. Was man auch erwähnen sollte, ist, dass sich die Burgen wirtschaftlich nahezu überhaupt nicht unterscheiden. So besitzt jede der 8 Burgen insgesamt 6 Brauereien, 6 Ställe und auch immer exakt 8 Waffenproduktionen. Auch die Schenken sind eigentlich immer 3 mit einer einzigen Ausnahme, die 4 baut. Soll heißen, wir können uns mal wieder voll auf die Burgen an sich konzentrieren. Und mit denen fangen wir jetzt an. Burg 1 zeigt uns, wie der Marschall allgemein so tickt. Seine Burgen sind auf jeden Fall, ja, außergewöhnlich, aber für ihn selbst sehr kontraproduktiv. Wie ihr seht, ist der gesamte Wirtschaftsteil hintenrum komplett frei zugänglich und angreifbar. Lediglich Kornspeicher, Waffenkammer, Marktplatz und der Bergfried selbst befinden sich innerhalb der Mauern. Und auch das stellt meist mehr Problem als Segen dar, zumindest vor allem bei der Waffenkammer. Ihr erinnert euch, der Marschall kauft keine Waffen. Was passiert nun bei einem Angriff? Genau, das Torhaus geht zu, womit seine gesamte Versorgung abgeschnitten ist, weil das Tor zwischen Produktion und Waffenkammer einfach dicht ist. Und da auch seine Verteidigungskraft äußerst schwach ist, verbringt er die meiste Zeit mit Verteidigen und damit im Schlafmodus. Also noch mehr als ohnehin schon, versteht sich. Aber ja, zur Verteidigung. Burg 1 besitzt 2 Verteidigungstürme und ein kleines Torhaus hinten. Die Anzahl der Bogenschützen ist für Marschallverhältnisse ziemlich durchschnittlich, was ganz allgemein betrachtet trotzdem nicht wirklich gut ist. Außerdem besitzt jede der 8 Burgen einen Burggraben an der Frontseite. Dieser hier umschließt die Gartenanlage und seine Ritter. Die sind tatsächlich kurz vor Fertigstellung da einfach reingeritten und stecken da jetzt fest. Das muss nicht immer der Fall sein, kann aber vorkommen. Apropos Gartenanlage. Der Angstfaktor des Marschalls beträgt plus 2. Insgesamt ist er aber dennoch durchschnittlich bis sogar stark. Das liegt weniger an der Mannigfaltigkeit seiner Burg, sondern mehr an der mangelnden Konkurrenz. Der zweite Marschall ist gar nicht groß anders. Er besitzt jedoch einen zusätzlichen Verteidigungsturm direkt vor dem Bergfried und damit insgesamt 3. Sowie auch 2 Torhäuser seitlich, die nach hinten ausgerichtet sind. Der frontale Burggraben ist hier ein klein wenig praktischer, da er mit ihm zumindest keine eigenen Truppen einsperren kann. Was von der Optik her ein wenig heraussticht, ist beim Bergfried der ummauerte Pennerhof, wie ich ihn immer so schön nenne. Aber ansonsten ist die Burg eigentlich nicht wirklich besonders. Positiv hervorheben kann man aber trotzdem den Verteidigungsturm in der Mitte, denn durch diesen sind die Bogenschützen auf dem Bergfried etwas besser vor Beschuss geschützt. Der Angstfaktor beträgt hier außerdem plus 3. Und tatsächlich ist diese Burg alles in allem für Marschallverhältnisse stark. Naja, was soll ich sagen? Im Lauf der Analyse musste ich mit meinen Anforderungen ziemlich stark runtergehen. Burg 3 ist der zweiten sehr ähnlich, jedoch sind die 3 Verteidigungstürme hier weiter verteilt. Der mittlere ragt weiter nach vorne raus, während die beiden an den Seiten nur nach hinten schauen. Das hat seine Vor- und Nachteile. Zum einen ist seine anfälligere Wirtschaft nun ein bisschen besser bewacht, zum anderen ist er nun aber anfälliger für frontale Angriffe. Wobei hier ebenfalls auch ein paar Bogenschützen auf dem Wall abgestellt sind, um das Ganze ein klein wenig auszugleichen.
Die beiden Torhäuser befinden sich wieder seitlich, diesmal sogar auch seitlich ausgerichtet. Zum Burggraben kann man hier sagen, dass er den vorderen Turm nicht umschließt, womit dieser einen kleinen Schwachpunkt darstellt. Naja, zumindest wenn man das überhaupt aktiv als Schwachpunkt bezeichnen kann, wenn zur gleichen Zeit die gesamte Wirtschaft frei zugänglich ist. Der Angstfaktor dieser Burg liegt bei plus 3 und insgesamt ist auch diese Burg durchschnittlich, da für Marschallverhältnisse immer noch Luft nach oben als auch nach unten besteht. Marschall Nummer 4 ist ziemlich schlicht aufgebaut, zwei Verteidigungstürme und auch zwei Torhäuser an den Seiten und mal wieder ein Burggraben vorne. Der Angstfaktor liegt bei plus 2. Doch was hier schnell ins Auge sticht, diese Burg meint es mit der Freizügigkeit dann doch ein Stück zu gut. Denn man kann einfach so in den Bergfried spazieren. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Man kann einfach so den Lot erreichen. Aber zeitgleich besitzt dieser Marschall immer noch das Problem, dass beim Angriff die Waffenproduktion ausgesperrt wird, da nur Waffenkammer, Kornspeicher und Marktplatz hier nicht frei zugänglich sind. Er hat also im Grunde seine Schwächen auf Höchstleistung poliert. Auf eine gewisse Art und Weise ist es ja auch eine Leistung. Nichtsdestotrotz ist hier eins ganz klar, diese Burg ist schwach. Burg 5 ist vom Design her auf jeden Fall sehr, ja, speziell. Die härteste Frontsau hier ist wohl der Schankwirt, der sich die Fässer ganz vorne holen und dann auch noch lebendig zurückkehren muss. Denn verteidigen kann ihn ganz da vorne eigentlich nur der Burggraben. Und der ist auch nur mehr Schein als Sein, denn der Bereich ist trotzdem zugänglich. Die Bogenschützen sind zu den allergrößten Teilen alle hinten auf den zwei Verteidigungstürmen und den zwei kleinen Torhäusern verteilt. Diese Burg ist einfach nur kurios. Sie hat was von abstrakter Kunst, bei der man durchaus zugeben muss, dass sie auf irgendeine Weise schon was Besonderes ist, sich dann aber fragt, wer zur Hölle etwas damit anfangen kann. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Der Angstfaktor liegt ja bei plus 3 und alles in allem ist diese Burg... Ja, was ist sie eigentlich? Ich meine, was will sie überhaupt sein? Naja, auf jeden Fall ist sie eher schwach, was bei der ohnehin schon sehr niedrig angesetzten Messlatte des Marschalls irgendwie schon eine eigene Auszeichnung darstellt. Die sechste Burg setzt alles auf frontale Defensive. Alle drei Verteidigungstürme sind mit allen Bogenschützen drauf nach vorne ausgerichtet. Die zwei Torhäuser hinten und der gesamte Wirtschaftsbereich sind also nahezu ungeschützt. Also ungeschützter als sonst. Das ist in Relation etwa so wie das Wechseln vom Tutorial zum Zuschauermodus. Also so gesehen ist das nicht mal so schlimm. Vor allem, da der Marschall sich bei direkten Angriffen von vorne so nun halbwegs zur Wehr setzen kann. Das Problem hier ist eher anderer Natur. Denn hier wird einer der Ställe am laufenden Band aufgebaut und wieder abgerissen. Ich bin am Überlegen, ob das den Marschall überhaupt großartig einschränkt, denn die Finanzen sind nicht mal sein Problem, sondern vielmehr der mangelnde Waffenkauf und die schnarchige Ausbildungsgeschwindigkeit. Dennoch ist es eine Beeinträchtigung. Was man noch erwähnen sollte, ist, dass diese Burg sogar 4 Schenken statt der üblichen 3 besitzt. Der Angstfaktor liegt hier bei plus 3. Diese Burg hat insgesamt eigentlich das Potenzial, vielleicht zu den stärkeren zu gehören. Dank dem Abreißen des Stalls ist sie aber nun schwach bis durchschnittlich, je nachdem, wie hart man es werten will. Wow, der Marscher schafft immer wieder aufs Neue das Kunststück, mich da trotz eigentlich nicht vorhandenen Erwartungshaltung immer noch zu enttäuschen. Burg 7 macht im Grunde das genaue Gegenteil wie Burg 6, also verteidigt nur hinten. Wobei die Anzahl der Bogenschützen jedoch auch nochmal ein insgesamt gutes Stück geringer ist. Bei dieser Burg kann man sich tatsächlich mit ein paar Fernkämpfern vor den Bergfried stellen und den Marschall langsam abschießen lassen. Aber schön, diese Burg hier besitzt zwei Verteidigungstürme hinten, sowie ein kleines Tor seitlich rechts, als auch ein eher mittiges direkt zur Wirtschaft. Der Angstfaktor beträgt hier plus 2 und alles in allem... Ja... Alles in allem ist auch diese Burg schwach, da vorne beinahe gar nicht verteidigt. Ich meine, das ist ein Problem, das so einige KIs hier und da besitzen. Doch diese können im Notfall wenigstens eine gute Schar Fernkämpfer rekrutieren und auf den Bergfried ziehen. Beim Marschall ist da im Grunde meist nur Eierschaukeln angesagt. Nichts gegen Eierschaukeln an sich, aber man muss ja nicht unbedingt jedes Hobby zum Beruf machen können. Die letzte Burg sticht durch insgesamt 3 Dinge heraus. Erstens ist sie die wohl größte von allen. Zweitens sind hier die Vorder- als auch die Rückseite gleichermaßen von Fernkämpfern geschützt. Und drittens,
sind die guten Dinge bei ihm in der Mitte eingemauert. Schon fast, als würde es ihm peinlich sein. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man als Herrscher Grausamkeiten vor der Bevölkerung verstecken will. Aber bei positiven Dingen? Oder ist das hier sein privater Spielplatz? Und wieso habe ich jetzt das Bild in meinem Kopf, wie der Marschall zusammen mit den Kindern um den Maibaum tanzt? Nun, durchaus seltsam, aber immer noch besser als die gleiche Szene mit dem Abt. Also Schwamm drüber. Zur Burg an sich. Sie besitzt 4 gut verteilte Wachtürme und 2 seitliche Torhäuser. Der Angstfaktor liegt hier bei +2. Außerordentlich Negatives gibt es bei dieser Burg gar nicht anzumerken, was bei der auf Kellergeschosshöhe befindlichen Messlatte immerhin ausreicht, damit diese Burg für Marschallverhältnisse tatsächlich ziemlich stark ist. Genau ist sie so zwischen durchschnittlich und stark, da die Anzahl der Bogenschützen hier nicht allzu hoch ist und sie auch sehr stark verteilt sind. Und da wären wir auch schon am Ende des Videos. Das waren alle Burgen des Marschalls. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und ihr noch nicht an Altersschwäche gestorben seid. Und bis zum... Ach ja, das war ja die letzte Burganalyse. Dann bis zu anderen Videos. Oh, sieht aus, als wäre das mein Abgang. Ade.